my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Moin Freunde und willkommen zur neuen Runde bei mir. Ich mache ja nochmal ein bisschen mehr Licht an. Ich bin jetzt auf dem Weg retour, wieder zurück nach Bayern. Und ich sehe hier gerade eine Arschstelle, ist ziemlich am Arsch. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon mal so weit unterwegs bin und ein bisschen Zeit mitbringe, gehe ich doch noch ein paar Leute besuchen. Und naja, vielleicht teile ich das halt einfach nochmal so ein bisschen mit euch. Also viel Spaß! Weiter zum in Smokers Paradise nach Augsburg. Danach im Endeffekt fahren wir weiter zum Zipfelchen. Bis später. So, wir sind jetzt hier beim Smokers Paradise. Das ganz große Problem ist, ich bin zu früh. Da ist noch keiner. Guckt. Ist noch alles dunkel. Naja. Wir sind jetzt im Smokers Paradise. Das sieht man da oben noch so ein bisschen. Und jetzt gibt es erstmal schön Somo. Und Kaffee. Läuft auf jeden Fall. Hier stehen noch so ein paar Menschen rum, ein paar Pfeifen. Und der Typ ist gerade vorne schwer beschäftigt. Naja, rauchen wir halt. We'll be right back.
Buser. Moin Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Runde bei ihm. Der Fabi ist jetzt endlich bei mir zu Besuch. Es ist auch schon dunkel. Rollo schon unten. Wir ziehen uns gerade Batman rein. Der gute mit Heath Ledger noch. Und wie kann es anders sein? Sind ein bisschen am Saufen. Gehört auch dazu. Hätte ich das gewusst, dass wir Videos machen, hätte ich mir nur die Haare rasiert. Ich sehe ja schon fast aus wie er. Moment. Ja. ja, sind gerade ein bisschen am Rauchen, schon der dritte Kopf oder so. Muss natürlich aus sein. Viel am über früher reden, am Pfeife rauchen, über die Szene aufregen, so wie es sich gehört. Muss natürlich auch das noch rein. Das nennt man Lästerschwestern im Fachkreisen. Bisschen mehr Video machen wir dann morgen. Heute konzentrieren wir uns auf die Laster des Lebens, rauchen, saufen, vielleicht ein bisschen ficken. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische, würde ich sagen. Bis dann, sag schon noch gute Nacht. Ich trinke lieber. Fettgesicht. So Jungs, der hat gestern ein bisschen zu viel getrunken. Sau gut. Hi, guten Morgen Freunde, willkommen bei Timus und Fabis Shisha Palace. Wir rauchen heute unser Frühstück in der Nuda Veritas. Nein, so wirklich rauchen tun wir nicht. Wir sind nämlich ein bisschen K.O. von gestern, ja, haben es nur ein bisschen krachen lassen. Hier heute nochmal so ein kleiner Einschnitt, wie das heute Morgen aussah. Naja, eigentlich unverändert. Wir sind eigentlich nur aufgestanden und haben die Pfeife wieder angemacht. War ein bisschen so das Chaos vom Alkohol beseitigt. Und ja, jetzt gibt es noch ein Köpfle, bevor der Fabi wieder weiterfahren muss. Oh, lange Heimfahrt von mir aus. hat man davon, wenn man am Arsch der Welt wohnt. Tja. Genau, bei uns gibt es jetzt gerade noch ein Köpfchen, weiß ich gar nicht. bester Tabak. Ey, ohne Scheiß, wenn ihr Kopfweh habt. Sehr empfehlenswert. Wir haben uns einfach für Virginia entschieden. Ein bisschen was Leichteres nach gestern, ja. Ein bisschen was Fruchtiges, nicht ganz so schwer. Und dann läuft es schon. Und wenn er schon da ist, ja, dann müssen wir natürlich auch rauchen. Und ja, wir haben uns gestern noch so einen Zeitraffer reingehaut, den werdet ihr, denke ich, zu dem Zeitpunkt schon gesehen haben. Eigentlich bloß auf dem Sofa klummelt, Shisha geraucht, was trunken, bisschen Fanzi guckt. War richtig dekadent. Alt sind wir geworden, ja. Oh ja, hey, geht man holy shit. Geht man eine Party machen, da reicht ein Gin Tonic auf dem Sofa oder ein kleiner Whisky auf eine Pfeife. Ohne Scheiß. 3 Wochen Regenerationszeit nach so einem Abend. Ja,
Heute Morgen wir zum Bäcker gelaufen, ein bisschen was zum Essen geholt und so langsam sind wir zurück im Leben. Energy steht auch schon bereit, dass ich wieder auf Tour komme. Und dann passt es schon. In diesem Sinne, ab zur nächsten Station, Freunde. Jetzt letzte Etappe. Ihr habt es gerade eben gesehen, ich wollte heute eigentlich mit dem Motorrad fahren und ich habe mir da auch extra GoPro-mäßig was aufgebaut. Allerdings hat das nicht so funktioniert, wie ich will, da das Wetter nicht mitspielt. Heute sieht es noch relativ gut aus. Morgen allerdings wieder richtig hart beschissen und ich habe keine Lust, 300 Kilometer irgendwie im strömenden Regen mit dem Motorrad heimzufahren. Und den Audi konnte ich auch nicht nehmen. Der braucht nämlich ganz, ganz dringend einen Service. Und da habe ich keine Lust, dem nur irgendwie 600 Kilometer drauf zu fahren. Drum packen wir heute einfach mal meinen Golf, ne? Von daher, viel Spaß, bis gleich.